wir sind's wieder. Andreas und Jakob. Wir zeigen euch einen kleinen Wettbewerb. Dafür braucht ihr euer Mundstück und einen Strohhalm. Und bevor ihr das startet, benutzt ihr am besten eine Mundstückbürste oder einen Lappen, um das Mundstück da drinnen sauber zu machen. Der Jakob zeigt euch die Vorbereitung. Man steckt den Strohhalm in das Mundstück, halt's mal ein bisschen höher, sonst sieht man nichts, bis der vorne wieder rausguckt. Und dann genau, pustet man so doll wie es geht. Am besten macht man das in einem größeren Raum, weil man vielleicht 2 Meter oder 3 Meter schafft. Und dann schaut ihr, vielleicht könnt ihr das zu zweit spielen. Wer schafft es, den Strohhalm am weitesten wegzupusten? Viel Spaß!